Das war Kiomas Musajebi auf der Sandtour, ein hier selten zu hörendes Instrument, von fern, glaube ich, mit dem Hackbrett verwandt. Kiomas spielt in großen Formationen mit internationalen Musikern, auch ab und an mit einem großen Orchester, 50 Mann aber, und Frau, aber die haben wir hier nicht untergebracht, deshalb ist er heute als Solist anwesend. Er wird uns den Abend lang auch begleiten. Kiomas Musajebi ist in Teheran geboren, lebt heute in Essen. Damit meldet sich Zeit für Zukunft zurück in der neuen Spielzeit und gleich mit einer Spezialausgabe, nämlich Deutsch Plus und Deutsche Einheit zum 30-jährigen Jubiläum der Deutschen Einheit. Wir haben eine ganz tolle Runde zusammenbekommen. Ich freue mich sehr über die Gäste. Gekommen sind Maria Golubiewski, Lu Lingyuan, Aladin Mafalani und aus Halle zugeschaltet Karamba Diaby. Wir nehmen das Wort Deutsch Plus anstelle des schwerfälligen Menschen mit Migrationshintergrund. Wie lange erhält sich eigentlich so ein Migrationshintergrund? Man spricht davon so lange, bis nicht beide Eltern als Deutsche geboren sind. Wenn ich jetzt Sie, Herr Elmar Falani, als Beispiel heranziehen darf, Ihre Eltern sind aus Syrien eingewandert, Sie sind im Ruhrgebiet geboren, aber nicht als Deutscher geboren, sondern Sie haben die Staatsbürgerschaft erst später, aber ich glaube noch als Kind angenommen. Das heißt, Herr Elmar Falani wird den Migrationshintergrund weiter vererben. Ihre Tochter hat ihn, obwohl sie auch in Deutschland geboren ist, als Deutsche, aber immer noch Migrationshintergrund. Hallo? Hat sich Herr Halle gemeldet? Also, Herr Diaby, Sie sind aus Halle zugeschaltet, das kann man sich leicht vorstellen, nämlich ein Politiker hat natürlich so seine Verpflichtungen am Tag der Deutschen Einheit, deshalb waren Sie da auch nicht abkömmlich und können jetzt nicht leibhaftig hier sein bei uns. Herr Diaby, muss ich sagen, ist in Senegal geboren, er kam mit einem Stipendium Mitte der 80er Jahre in die DDR, um zu studieren, und ist geblieben. Seit 2013 sitzt er für die SPD im Deutschen Bundestag. Herr Diaby, wie haben Sie heute diesen Tag erlebt in Halle? Ja, der heutige Tag ist natürlich ein ganz historischer Tag. Und ich bin leider heute zu Hause geblieben, wegen einer Quarantäne. Es hat sich jemand hat ein Treffen mit einem Infizierten und diese Person nahm an einer Sitzung des Bundesausschusses sexuelle und Arbeitsmobilität geteilt, so wie es in der Kategorie 2 Quarantäne. Aber ich habe die ganze Veranstaltung verfolgt live und habe die Erinnerungen vor 30 Jahren noch parat, dass wir vor 30 Jahren eine riesengroße Freude bei den Völkern mitbekommen haben insgesamt und dass die Leute sich gefreut haben für die Freiheit und dass ein gewisser Neuanfang auch zu spüren war. Ich würde Sie aber gerne auch nach dem 9. November 1989 fragen, der ja für mich das eigentliche emotionale Datum ist. Ohne diesen 9. November hätte es den 3. Oktober im Jahr darauf dann auch nicht gegeben. Ich nehme an, Sie waren damals in der DDR. Erinnern Sie sich noch daran, was da in Ihnen vorging, als Sie davon hörten, dass die DDR die Grenze öffnet? Ja, also der 9. November war natürlich anders als der 3. Oktober, weil 9. November, als die Mauer gefallen ist, als die Menschen haben sich gefreut natürlich, dass sie reisen können, dass sie sofort in Westdeutschland reisen können. Für uns als internationale Studierende war natürlich gewichtige Gefühle, denn wir sind alle eingeladen an einen Staat, der uns die Möglichkeit hatte, hier zu studieren, als Solidarität. Ich persönlich als Waisenkind von Senegal kommen, meine Mutter ist gestorben 3 Monate alt, mein Vater war 7 Jahre alt. Ich war dankbar, dass ich ein Stipendium bekommen habe hier
in DDR studieren zu können. Und meine Kommilitonin und Kommilitonin und ich, das war für uns natürlich gemischte Gefühle dahingehend, dass wir gesagt haben, was kommt denn auf uns jetzt zu? Das heißt, wir haben teilweise gefreut, dass die unsere Kommilitonen zu erleben, dass sie alle wirklich sehr, sehr froh waren, die immer wieder die Mehrheit gewinnen. Aber für uns war innerlich natürlich die Unruhe, da wir nicht wussten, wie geht es mit uns weiter. Das hat sich natürlich später im Positiven entwickelt. Sie haben Chemie studiert in Halle, später dann auch promoviert im Bereich Geoökologie. Das will ich nur noch nachschicken. Luo Lingyuan war damals in China 1989. Sie ist in China geboren, hat in Shanghai studiert, Journalismus und Informatik, ist dann 1990 nach Deutschland übersiedelt, der Liebe wegen, was nicht der schlechteste Grund ist, hat dann angefangen als Zimmermädchen und inzwischen ist sie Schriftstellerin, die ihre Romane auf Deutsch schreibt. Und es gibt auch eine Reihe von Erzählungen von ihr. Wie war es, dass du diese Nachricht erfahren hast, dass in Berlin ein irrsinniger Tumult herrscht, weil die Grenzen geöffnet worden sind? Hast du das überhaupt aktuell erfahren? Was hast du dabei gedacht und wie haben die chinesischen Medien darüber berichtet? Ja, es hatte schon berichtet, aber ziemlich sachlich und natürlich die Staatsmedien nicht unbedingt mit Begeisterung, weil das eben ganz anders gelaufen war als in China. Und von meiner Umgebung von Leuten, die waren dann schon alle sehr begeistert. Die waren schon alle und dann haben dann gehofft, dass irgendwann China und Taiwan genauso wieder vereinigen könnte wie Deutschland. Es ist anders gekommen. Maria Golubiewski, die 80er Jahre in Polen waren ungeheuer gespannt, aufregend. Ich kann mich daran erinnern, wir saßen eigentlich atemlos vorm Fernseher. Ich weiß sogar noch den Namen des Polen-Korrespondenten der ARD, der hieß Peter Gatter, hatte einen schwarzen Vollbart, was heute wieder modern ist, und hat uns dann immer über die Ereignisse unterrichtet. Solidarność, die freie Gewerkschaft, wurde 1980 gegründet, dann anderthalb Jahre später wieder verboten. Es wurde das Kriegsrecht über Polen verhängt. Und am Ende der 80er Jahre dann gab es runde Tische zwischen Regierung und Opposition. Die Gewerkschaft Solidarność wurde wieder zugelassen. Und dann kommt also plötzlich diese Nachricht aus Berlin. Wie hast du damals auf diese Ereignisse reagiert? Wir waren noch in Bonn und dann im Fernsehen habe ich das gesehen. Das war ständig, das war so ein ganz fantastisches Gefühl. Also, als ich die Leute auf der Mauer gesehen habe, die mit den Beinen gewimmelt haben und sich so riesig gefreut haben, da sah ich mich selbst und mein Mann vor dem Tor der Danziger Werft, wo wir da gestanden haben und die ganzen Blumen im Tor und dieses Gefühl, diese Faszination der Menschen, die daneben standen, die das einfach so, das Ganze aufgenommen haben mit dem ganzen Körper und meinten, Mensch, da kommt jetzt die Freiheit und das wird sich alles ändern. Von heute auf morgen, da kommt auch die bessere Welt und das bessere Leben. Und diese Gefühle konnte ich nachvollziehen, als ich die Deutschen da auf der Mauer gesehen habe. Das war für mich eigentlich die Krönung. Also das ging, der Traum in Erfüllung quasi. Ich musste so lange warten. Also wie du erzählst jetzt gerade von diesen Tagen, den 30. August 1980. Und dann Kriegszustand. Und dann auch die Gewerkschaft verboten. Und dann kamen ganz schlechte Zeiten, Inflation über 1000%. Und dann kommt das Jahr 89, ganz heißes Jahr. Wir saßen noch im September mit unseren Kindern vor der Mauer von der Ostseite und haben hier zugeguckt. Auf der Mauer saßen Touristen, haben uns dann gewunken und dann haben sie angelächelt und waren so bunt. Und vor der Mauer die Soldaten mit Gewehr, mit diesen Maschinen,
Wir werden und die Hunde und Ganzen und alles Mögliche. Und dann marschieren sie stramm und dann gehen die Muskeln hoch. Und dann fragen die Kinder, meine Tochter, fünfjährige Kinder, sagt er, Mami, da sitzt ein Chinese auf der Mauer. Das ist so schön. Warum? Wie kannst du den Kindern erklären, was das alles heißt? Und wie dieses kleine Kind hat erkannt, dass er bunt ist und da wollen wir hin. Das war schön. Da dachten wir damals auch schon, dass es auch von einem Tag auf den anderen kommt. Aber das Gefühl war unbeschreiblich. Also kann ich auch nicht besser das beschreiben, wie ich fühlte, als ich da gesehen habe. Die haben dann so sich gefreut. Maria Golubiewski, das haben Sie mitgekriegt, ist in Polen geboren, in der Gegend von Danzig. Sie hat zunächst auf Lehramt studiert, nicht ganz einfache Fächer, Physik und Chemie, dass sie dann zunächst in Polen unterrichtet hat, später mit ein paar Zwischenschritten auch im Ruhrgebiet als Lehrerin aktiv. Und heute führt sie zusammen mit ihrem Mann Czesław das Gdańska in Oberhausen, ein Kulturrestaurant, über das wir dann später noch reden werden. Aladin El-Mafadani war 1989 11 Jahre alt. Haben Sie da was vom Mauerfall mitgekriegt oder hat man bei Ihnen zu Hause darüber gesprochen? Also das ist die einzige Erinnerung, die ich daran habe. Das spielte sich für mich abends im Fernseher. Meine beiden älteren Schwestern, die 10 und 12 Jahre älter sind, für die war das was total Großartiges. Besonders eine von beiden war, sag ich mal, relativ sozialistisch orientiert. Deswegen ist sie da voll hinter, ich habe das alles nicht verstanden. Ich habe nur mitgekriegt, irgendwie die Erwachsenen spinnen gerade, alle gucken, sitzen vor dem Fernseher stundenlang, die ganze Nacht. Auf einmal durfte ich wach bleiben, solange ich möchte. Und wochenlang in der Schule haben wir in jedem Fach darüber gesprochen. Und manche Lehrkräfte waren völlig berührt und so weiter und so fort. Aber für mich war das einfach nur, es ist so ganz abstrakt im Fernsehen, was passiert und sonst nichts. Allerdings mit der DDR bzw. Ostdeutschland verbindet sich bei mir in der Familie natürlich noch anderes. Mein Vater ist aus Syrien gekommen, war aber, so der Klassiker, gerade war Medizinstudent und auch Sozialist, also syrischer Sozialist. Und deswegen war Deutschland so ein Sehnsuchtsort, und zwar Ost-Berlin. Und da ist er auch gelandet. Ich kann es nicht ausführlich erzählen, weil ich es nicht so genau weiß, aber es hat nicht lange gedauert, dann wollte er doch nach West-Berlin. Und das ist der Grund, warum wir in Westdeutschland sind. Also ursprünglich wollte er in die DDR und dann kam die Familie später nach. Mama hat halt schon eine ganze Weile, allerdings alleine, Erfahrungen in der DDR gesammelt. Und dann, jetzt müssen wir ein paar Sprünge machen, Mitte, Ende der 90er Jahre bin ich dann zur Bundeswehr gegangen und wurde vom Kreiswehrersatzamt Recklinghausen nach Sachsen-Anhalt geschickt. Und das fand ich dann ziemlich spannend, aber das hat dann nichts mehr mit 1989 zu tun. Da hätten wir Sie ja um ein Haar als Ossi einladen können, weil Sie sitzen hier schon, das wissen Sie, als Wessi, als Repräsentant. Und das ist übrigens, wenn Sie das jetzt schon so sagen, dann kann ich das kurz noch ergänzen. Das war ziemlich spannend. Ich habe mich beschwert, warum ich von Recklinghausen nach Sachsen-Anhalt geschickt wurde, wo jedoch es wimmelte von damals zumindest von Kasernen, wo man hätte hingehen können. Und meine Beschwerde wurde dann irgendwie zwei Wochen, nachdem ich schon da war, beantwortet, dass man schauen kann, was sich da machen lässt. Aber nach zwei Wochen hat es mir da richtig gut gefallen. Also dann wollte ich nicht mehr weg. Und bis heute habe ich gute Kontakte dorthin. Und dort ist eine Sache, wo Sie gerade über Deutsch Plus gesprochen haben, dort hatte ich das erste Mal die Erfahrung, dass mich jemand Deutscher genannt hat. Allerdings nicht im Positiven. Die gibt auch negative Einschränkungen. Ja, ja. Es kommt, die Pointe kommt noch, und es hat wirklich, es kann ein Grund sein, warum ich Soziologie danach studiert habe und nicht andere Fächer, die da auch eine Rolle gespielt haben, damals noch. Denn ein richtig gut befreundeter Unteroffizier, Ostdeutscher, der vorher bei NVA war, Nationalen Volksarmee der DDR, ich war richtig mit ihm befreundet. Und der sagt irgendwann zu mir, du Drecks-Wessi. Und da habe ich aber das erste Mal, also erstmal hat er mich nur noch als Westdeutschen erlebt und nicht mehr als jemanden, der Aladin heißt, arabische Wurzeln hat und so weiter und so fort. Und dann, dass er wirklich wahrgenommen hat,
Aladin, du bist genauso ätzend wie die anderen Wessis. Und das hat natürlich krasse Reflexionsprozesse bei mir auch verursacht. Das nennt man Integration. In meinem Verständnis schon. Aladin Elmar Falani ist Professor in Osnabrück und zwar auf dem Lehrstuhl für Bildung und Erziehung in der Migrationsgesellschaft. Er hat vor ein paar Jahren ein Buch veröffentlicht, das Integrationsparadox, das ein Bestseller geworden ist, kann man so sagen, mit einer sehr spitzen, aber dann sehr plausibel gemachten These, die schon im Untertitel steht, warum gelungene Integration zu mehr Konflikten führt. Könnten Sie diese zentrale These mal kurz ein bisschen, nicht zu lange, erläutern, gerne mit Ihrer sehr eindrucksvollen Tischmetapher, aber das ist Ihnen überlassen. Wenn man schon so eine Metapher entwickelt hat, kann man sie auch verwenden. Die Idee dahinter ist weniger zu fragen, was jetzt genau Integration bedeutet, sondern eher, was die Folgen von Integration sind. Und dann beschreibe ich es eben mit so einer Metapher, dass die Gesellschaft betrachtet wird wie ein Raum, wie auch dieser Raum. Und dann gibt es Menschen, die sind auf dem Podium, auch wenn das hier ziemlich klein ist, und haben Tische und ein Mikro. Und die haben hier sozusagen die Dominanz, die sagen, wo es lang geht, haben volle Teilhabe. Und dann gibt es Menschen, die sitzen einfach nur so wie Sie, auf dem Boden manche sogar und in zweiter Reihe und so weiter und so fort. Und wenn wir sagen, so sind wir gestartet in der Nachkriegszeit, dann ist eigentlich bis heute Folgendes passiert. Immer mehr Menschen sind vom Boden aufs Podium gekommen und haben sich an den Tisch gesetzt. Am eindrücklichsten ist es bei Frauen. Der Tisch war nämlich so bis in die 80er Jahre hinein rein männlich. Übrigens, der Tisch ist auch jünger geworden. Also die Besetzung am Tisch ist interessant. Die Gesellschaft ist gealtert, am Tisch ist es jünger geworden. Da ist also auch was im Verhältnis zwischen alt und jung passiert. Und dann haben sich Menschen mit Migrationshintergrund an den Tisch gesetzt. Am wenigsten, aber immerhin ein bisschen, Menschen mit Behinderung. LSBTIQ-Sternchen, also schwule Männer saßen vorher schon am Tisch, die durften nur nicht sagen, dass sie schwul sind, jetzt dürfen sie es. Und dementsprechend ist das passiert, immer mehr sind Teil des Ganzen und können mitbestimmen, mitdiskutieren. Und die Pointe ist jetzt, dass wenn das so beschrieben wird, dann leuchtet einem sofort ein, die These, dass wenn jetzt mehr Menschen am Tisch sitzen, und ein Stück vom Kuchen haben wollen, dass es genau jetzt nicht gemütlicher wird und nicht harmonischer wird. Also es ist so nahezu absurd zu glauben, dass es dann nett und gemütlich wird. Was ich jetzt beschrieben habe, geht so bis 2005 um den Dreh, würde ich jetzt einfach mal so grob sagen. Und dann, und jetzt kommt die nächste Pointe, wenn man mit dieser immer größeren Tischgesellschaft, die immer vielfältiger ist, beisammen ist über einen längeren Zeitraum und 10, 20 Jahre ist schon ein längerer Zeitraum, dann fangen die neu am Tisch sitzenden Frauen, LSBTIQ-Sternchen, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung, Ostdeutsche mittlerweile auch, die fangen jetzt an zu fragen, denen reicht nicht mehr ein Stück vom Kuchen und ein Platz am Tisch, sondern die fangen an zu fragen, ob das überhaupt der richtige Kuchen ist. Die stellen Fragen bezogen auf die Identität der Tischgesellschaft, bezogen auf die Rezeptur der Gesellschaft. Und jetzt geht es erst richtig los mit den Konflikten. Und zwar, weil immer mehr Menschen teilhaben können. Und das ist etwas, das sehen wir in allen Ländern, die sozusagen Teilhabegesellschaften sind. Das sind alle westlichen Länder, die sich geöffnet haben in den letzten Jahrzehnten. Und wir erleben überall dort zum einen eine immer liberaler werdende Gesellschaft und zum anderen eine immer lauter werdende Gegenbewegung. Populismus ist im Prinzip eine Gegenbewegung gegen diese vielfältige, offene Tischgesellschaft. Und nur so am Rande gesagt, das Einzige, was ich eigentlich tue, ist Dinge, die die klassische Soziologie schon beschrieben hat, auf heute zu übertragen. Es hat tatsächlich vor mir niemand gemacht, mal einfach das, was Georg Simmel, auch Max Weber, selbst Karl Marx schon vor Jahrhunderten getan haben, einfach nochmal auf die heutige Zeit, und zwar relativ orthodox zu beziehen. Ich mache gar keine neue Theorie, sondern wende alte soziologische Theorien auf die heutige Situation an und dann kommen ein paar Pointen raus. Aber im Prinzip ist das Zentrale, dass, und das würde ich jetzt auch bezogen auf Ost- und Westdeutschland beziehen, dass der Protest und der Streit deshalb lauter wird, weil wir uns angenähert haben.
Also genau das Gegenteil, das Gegenteil von dem, was die Menschen intuitiv wahrnehmen, nämlich das Gefühl, irgendwie, es wird ja immer stressiger jetzt und die werden jetzt so laut und so weiter. Und ich würde sagen, ja, nee. Also, und ich sage das sogar aus Erfahrung, in den 90er Jahren hatten die Menschen so richtig Wut. Und die hatten richtig krass, also nicht nur die Soldaten, sondern auch in den Orten im ländlichen Sachsen-Anhalt war ich viel unterwegs. Die Leute fühlten sich gedemütigt. Und die hatten schon wenige Jahre nach der Wiedervereinigung keinen Bock mehr. Und das Ding ist nur, sie konnten das nicht artikulieren. Sie saßen gar nicht mit am Tisch, sie konnten gar keine Öffentlichkeit herstellen. Ganz genau das Gleiche, um jetzt nicht zu lange zu sprechen, nur um zu zeigen, was das alles im Detail bedeuten kann. Menschen mit Migrationshintergrund oder Persons of Color, wie man heute häufiger sagt, wurden garantiert in den 80er Jahren in Westdeutschland krasser diskriminiert als heute. Garantiert. Da gibt es gar keine zwei Meinungen. Aber heute reden wir darüber, weil diese Menschen am Tisch sitzen und darüber reden können. Solange die auf dem Boden sitzen, werden sie diskriminiert und alle am Tisch denken, ist doch alles wunderbar. Ne? Wir hören nichts und alles, was wir nicht hören, gibt es nicht. Es gibt ja so eine Passage in Ihrem Buch, da machen Sie eine ganz interessante Parallele auf, und zwar zwischen Migranten, sage ich jetzt mal, oder Deutsch plus Deutschen und Ostdeutschen. Das sind ja beides ungefähr gleich große Minderheiten, etwa 17 Millionen. Und beide Gruppen haben Probleme, sich gegenüber der westdeutschen Mehrheitsgesellschaft Gehör zu verschaffen, ihre Ansprüche, ihre Ziele durchzusetzen. Beide Gruppen leiden unter Diskriminierung, Ohnmachtsgefühlen, haben in der Biografie strukturelle Brüche zu beklagen, was dann oft einherging mit Statusverlust, mit Missachtung von ganzen Lebensläufen. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, warum verbünden sich diese beiden riesigen Gruppen nicht? Ne, das wären ja dann immerhin 17 plus 17, 34 Millionen Menschen, also eine machtvolle Minderheit, um sich gemeinsam Gehör zu verschaffen. Aber der Eindruck ist ja eher das Gegenteil. Ne? Also sie scheinen sich abzustoßen. Sind sie einander zu ähnlich? Wittern sie im anderen nur den Konkurrenten? Jetzt könnte man ganz viele Gründe dafür haben. Nein, anführen. Sie dürfen nicht so lange reden. Ich rede gar nicht, jetzt ganz kurz und Sie können ja nachfragen, wenn es zu kurz war. Es ist eine Konstruktion bei Ostdeutschen und noch viel schlimmer bei Menschen mit Migrationshintergrund zu glauben, das wäre eine Gruppe. Das ist ein statistisches Merkmal, das stülpen wir über auf eine relativ kleine Gruppe, die so vielfältig ist wie keine andere Gruppe. Die sprechen viele Dutzend Sprachen, die haben zig Religionen, die kommen aus 180 bis 200 Ländern. Die sind zum Teil selbst zugewandert, andere sind hier in der zweiten, dritten, vierten, bald fünften Generation. Die haben überhaupt nichts miteinander gemeinsam, außer dass sie keine, in Anführungsstrichen, Bio-Deutschen sind. Das heißt, es ist eine Definition, die ist gegen die Mehrheit bezogen, und das ist keine Definition, die eine Gruppe ausmacht. Deswegen würden die sich verbünden, dann geht hier die Post ab. Aber die verbünden sich natürlich nicht, weil die haben nichts miteinander zu tun. Also keine Revolution. Nein, und genauso Ostdeutsche auch. Also ist ja eine völlige Illusion, das zeigen alle Umfragen, dass jetzt nicht 100% der Menschen, die in Ostdeutschland leben, die Wiedervereinigung schlecht finden. Das ist keinesfalls so. Es gibt total viele, die das gut finden. Es gibt viele, die sind enttäuscht. Und es gibt ganz schön viele, die sind in den 80er Jahren oder später geboren. Und die haben gar keine DDR erlebt. Und für die ist all das, was sie jetzt erleben, ganz normal. Das heißt, auch da ist es, also nur wenn man sagt, jemand ist ostdeutsch, heißt das erstmal nichts. Sie grenzen sich von zwei naiven Idealbildern ab. Das eine Bild, eher auf der konservativen Seite, dass die Einwanderungsgesellschaft schlichtweg leugnet. Also die arbeitenden Gäste sind halt Gäste, das Wort Gastarbeiter hatte es schon in sich, die irgendwann zurückgehen in ihre Heimat. Und auf der anderen Seite... Und arbeitende Gäste ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich. Es gibt keine Kultur auf der Welt, Das ist bei uns so. In der man bei uns müssen die Gäste arbeiten. Und auf der anderen Seite, das andere naive Idealbild, eher auf der Linken zu Hause, der Multikulti-Kult, also kulturelle Vielfalt sei schlichtweg
was ganz Tolles. Wobei, da muss man fair sein. Ne? Der Begriff Multikulti wurde ja von Klaus Leggewier eingeführt vor 30 Jahren, also im Jahr der Einheit. Der Titel stammt von einem Jazz-Album. Leggewier hatte diese Band mal im New Yorker Club gehört. Worauf ich nun hinaus will, ist, dieses Buch Multikulti, 1990 erschienen, ist voller Konflikte. Also es war alles andere als ein naiver Begriff. Und mir kommt es fast so vor, als könnte dieses Buch ein Vorläufer vom Integrationsparadox sein. Auch was die bei allen Konflikten zuversichtliche Grundhaltung betrifft. Kann man das so sehen? Ja, das kann man so sehen. Also das Buch von Klaus Leggewie ist nicht das, was ich meine, wenn ich Multikulti. Da müssen Sie vorsichtig sein. Ja, aber Multikulti ist halt auch so ein Begriff geworden, das ist so, habe ich den Eindruck, so langsam passiert das auch mit dem Integrationsparadox, dass es Leute verwenden und gar keinen Bezug mehr zu dem Autor herstellen. Und das ist ja auch in Ordnung, ist eigentlich sogar ganz gut. Nur dann wurde es, das ist so ähnlich im Übrigen auch mit Leitkultur. Ursprünglich ein Begriff, der schon durchdacht war und mittlerweile gibt es Politiker, die schreiben, was weiß ich, wir geben uns die Hand und dann ist das deutsche Leitkultur. Also so absurde Wendungen kann das nehmen. Was ich meinte ist, die Vorstellung, jeder soll sein, wie er ist und dann wäre das bereichernd und schön und dann ist alles automatisch klasse. Das heißt, so mehr, es geht um die politische, die praktisch-politische Dimension, besonders in den 80ern und Anfang der 90er, weil, und das ist ja das, worauf ich hinaus wollte, bei der Gegenüberstellung dieser extrem unterschiedlichen Positionen, dass diese extrem unterschiedlichen Positionen in der Handlungspraxis identisch sind. Also erstens, wenn man sagt, wir sind kein Einwanderungsland, dann brauchen wir auch keine Integrationspolitik. Wenn man sagt, Multikulti ist toll, so wie es ist, brauchen wir keine Integrationspolitik. Wenn man sagt, wir sind kein Einwanderungsland, dann heißt das auch, wir müssen uns nicht ändern. Wenn Multikulti toll ist, dann dürfen die bleiben, wie die sind und wir bleiben, wie wir sind, also müssen wir uns auch nicht ändern. Und jetzt könnte ich noch weitere Punkte durchgehen, dass das auf der Handlungsebene, also es ist reine Rhetorik gewesen, der Streit, auf der Handlungsebene waren alle politischen Akteure sehr nah beieinander und haben komplett das Falsche getan. Und das ging über viele Jahrzehnte. Und heute, und das betone ich auch, sind alle politischen Akteure übersensibel. Also früher würde ich sagen, war es ignorant oder romantisch und heute übersensibel. Also heute werden Probleme, die in der Gesellschaft schon immer gegeben hat und die es auch immer geben wird, so mit der Lupe fokussiert und dann ausgebreitet, sehr, sehr überempfindlich. Und früher wurden wirklich die krassesten Fehlentwicklungen über Jahre und Jahrzehnte überhaupt nicht gesehen. Also sozusagen das Pegel schlägt einmal in die eine Richtung und einmal in die andere Richtung. Aber auch da würde ich jetzt sagen, finden wir eine Normalisierung. Das war jetzt alles sehr grundlegend, deshalb durfte Aladin El-Mafalani so lange reden. Und wir haben uns etwas Musik verdient von Kiomas Musayebi.
Luo Lingyuan. Lingyuan, du hast mir mal erzählt, vor, ich glaube, 10 Jahren, vielleicht waren es auch schon 15 Jahren, wurde dir mal eine Dozentur in Halle angeboten, so für ein halbes Jahr. Und du hast es damals abgelehnt, weil du nicht als asiatisch aussehende Frau in Ostdeutschland leben wolltest. Jahre später dann wurdest du zur Erfurter Stadtschreiberin ernannt und musstest 4 Monate in Erfurt leben und hast dabei doch eher gute Erfahrungen gesammelt. Wie haben sie dich dort aufgenommen? Eigentlich der erste Grund war nicht richtig, oder? Also ich hatte abgelehnt, weil ich Romane schreiben wollte, weil ich keine Zeit für Dozentur oder was anderes damals hatte. Und, aber in Erfurt, das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und meine Freundin, eine chinesische Freundin, hat gesagt, ja, die Stadt, die war zwar schön, aber so verschlafen und nichts los und ganz andere Atmosphäre als im Westen. Und dann kam ich dahin und ich fand eigentlich sehr lebhaft eine Stadt. Und es waren dann immer Touristen vorbeigezogen und haben gefeiert und haben dann auch gegessen und so. Ne, manchmal hat man gedacht, dass im Westen fließt das Geld und im Osten vielleicht ist das Geld nicht vorhanden. Aber in Erfurt war eben auch nicht so, ne, war auch, hatte auch ein anderer Eindruck hinterlassen. Und ich wurde dann sehr gut betreut und war auch eine Beamtin von dort, die hat mich betreut, die war dort geboren und als Flüchtlingskind und so. Und ich, ich habe es da mich doch dann überraschend sehr wohl gefühlt. Wenn ich das falsch in Erinnerung habe, du hattest nie Vorbehalte gegenüber Ostdeutschland? Das dann schon doch wieder, muss ich gewisse Rechte geben. Also ganz am Anfang, mein Mann, ne, der war ja begeistert, der war ja ein Wessi und der war begeistert und wollte dann immer Ostdeutschland besuchen und er hat mich immer mitgeschleppt und es war für mich ganz merkwürdig in Osten, Deutschland. Also in Westdeutschland habe ich mich ganz wohl gefühlt. Im Osten Deutschland haben die Leute mich immer hinterher so schief geguckt, ganz misstrauisch und als wäre ich eine Diebin. Also ich habe mich nicht wohl gefühlt und die Straßen, die, also in den großen Städten zum Beispiel Leipzig oder so, da habe ich gedacht, das sieht ja wie in China aus. Also die Straße breite, diese Breite, die ist genauso gemessen wie in China. Und die Fenster, die sozialistischen Bauten, und dann habe ich gedacht, eigentlich, das muss ich mir nicht anschauen. Das kenne ich ja auch zu Hause. Aber das war eigentlich nicht der Grund. Also die Architektur hat mir nicht sehr besonders gefallen, die sozialistische und die chinesische, die schöne Architektur, die wurde ja auch von sozialistischen Architektur eigentlich zerstört und verdrängt. Aber der wichtige Punkt war, ich fühlte mich nicht willkommen im Ostdeutschland, jahrelang. Und das hat wirklich sehr lange gedauert, bis ich dann in Erfurt einen anderen Eindruck bekommen habe. Und jetzt hast du sogar einen Ostdeutschland-Roman geschrieben, einen Dessau-Roman, um genau zu sein. Der liegt noch nicht vor, er hat den Titel Tod einer Studentin. Ich durfte ihn schon lesen und darin verarbeitest du diesen sehr brutalen sexuellen Mord an einer chinesischen Architekturstudentin. Das ging damals durch alle Gazetten, auch weil der Vorwurf der Vertuschung im Raum stand. Die Mutter und der Stiefvater des Täters waren beide bei der Polizei. Der Vater sogar an hoher Stelle. Und mich würde interessieren,
Gab es einen Auslöser, dass du dann plötzlich gesagt hast, das ist ein Romanstoff für mich? Ja, natürlich, sonst hätte ich nicht darüber geschrieben. Ich habe dann ja auch immer verfolgt, wie es berichtet wurde und so weiter. Und es hat mich dann schon auch zum Teil, also der Täter hatte mich auch an Chinesen erinnert, die dann so in reichen oder mächtigen Familien geboren sind und sich ganz mächtig und fühlen. Und aber dann gibt es auch andere Dinge, die, wobei ich dachte, nee, das könnte dann nur in Deutschland passieren. Also obwohl er eigentlich viele Ähnlichkeiten hat mit den chinesischen Kindern von mächtigen Familien, doch hat er wieder viele andere Dinge. Und das hatte mich dann schon immer weiter beschäftigt. Und dann vor allem dann auch das chinesische Mädchen, das ist wirklich dann auch ein typisch chinesisches Mädchen, sehr noch relativ einfach und immer sehr fleißig und will immer weiter vorwärts, guckt nicht so ganz genau nach der Umgebung. Und so, als dann immer mehr berichtet wird und so weiter, und dann habe ich gedacht, ich will dann noch selber ein bisschen mehr erfahren. Und dann war ich immer zu Gerichtsprozessen gefahren, habe dann immer dann genau so verfolgt und so. Und am Ende hatte mich dann, nachdem dann immer mehr Details, auch heute ist mit meiner Stimme nicht ganz so fit, und hatte mich dann immer mehr erschüttert, dass am Ende diese männliche Figur doch total ostdeutsche Figur ist. Also hatte mit den Chinesischen, habe ich dann durch die Forschung mit, herausgefunden, mit den Chinesischen, also ähnlichen so mächtigen Kindern, also gibt es zum Beispiel ein chinesischer Junge, und der so, ne, hatte durch so Autofahrt dann Leute getötet, und dann hat er gesagt, ja, mein Vater ist Li Gang, ne? Das ist dann schon seine Aussage. Mehr braucht man nicht. Also er hat einen schützenden Vater, das dann würde schon klappen, dass er dann keine Strafe bekommt. Also bei dieser Geschichte dann habe ich immer mehr ein bisschen andere, so eben die Familienhintergründe und immer andere Dinge erfahren. Da habe ich gedacht, diese Geschichte, dann ist doch sehr ostdeutsche Geschichte. Am Rande gibt es ja immer so Beschreibungen von Dessau, die ich besonders interessant finde. Einmal erwähnst du eine alte, verfallene Brauerei aus roten Ziegeln errichtet, die im Lauf der Wendezeit pleite gegangen ist. Und diese Brauerei wurde durch die Treuhand an einen westdeutschen Investor verhökert, der versprochen hat, hier 200 Arbeitsplätze zu schaffen. Arbeitsplätze hat er keine geschafft. Er kam auf den Gedanken, den Kupferkessel und die Maschinen als Schrott zu verkaufen, und hat sich dann wieder davon gemacht. Also da bist du schon ganz tief in deutsch-deutsche Nachwendegeschichte eingestiegen. An einer Stelle findet sich der Satz, auf Dessau gemünzt, die Jungen gehen weg und die Alten sehen aus, als würden sie bald sterben. Was müsste denn, da du dich sehr intensiv mit Dessau auseinandergesetzt hast, passieren, damit die jungen Leute bleiben? Ja, ich denke, das ist halt eine ostdeutsche, also Ost-West, diese Struktur, die muss ein bisschen noch geändert werden. Ne? Also im Osten, da wandern immer noch Leute aus. Also die Wirtschaftsstruktur, die muss noch im Osten noch ein bisschen mehr aufgelebt werden. Also einfach von der Architektur merkt man, dass im Westen zum Beispiel, ich sehe sehr selten ein Haus, das einfach so wie ein Ruin dasteht.
Sehr selten. Also gibt es natürlich. Aber dass ein Haus dann einfach da steht und keiner sich darum kümmert und also nur Geister oder eben nur Kriminellen das heimlich benutzen und so, das gibt es aber im Osten sehr oft. Und das ist dann schon ein Stadtbild, das zeigt, dass man sich nicht wirklich genug um Ostdeutschland kümmert, dass es viele Verhältnisse noch nicht klar sind. Und deswegen gibt es auch so viel mehr Möglichkeit oder Raum für Kriminellen. Ne? Und deswegen war ja auch dieser Mord passiert, weil er hatte so viele Ruine, sozusagen, ne? So die Häuser, die nicht benutzt wurden, hatte so für seinen Zweck missbraucht. Und hier deswegen die Architektur, die zeigt schon, ne, hier im Westen ist alles in fester Hand, da gibt es eine klare Ordnung. Im Osten ist diese Ordnung noch nicht da. Und Deutschland eigentlich liebt die Ordnung sehr. Das war ein Appell. Dem Roman zufolge sollen ja da in Dessau bis zu 600 chinesische Studentinnen und Studenten sein, um Architektur zu studieren. Klar, in China wird permanent gebaut. Du schreibst aber auch, also wiederum dem Roman zufolge, bleibt diese Gemeinde, diese chinesische Gemeinde weitgehend unter sich. Woran liegt das? An ihnen selbst oder am sozialen Umfeld? Also ich denke, bei vielen Völkern gibt es diese Erscheinung. Wenn die Deutschen nach Ausland gehen, dann bleiben sie auch gerne unter sich. Und natürlich, die Kultur ist ein Bindungsmittel. Es gibt dann auch, also zum Beispiel ein ganz, finde ich, ich schreibe gerade ein Buch über eine Jüdin in Shanghai in den 30er Jahren. Dann habe ich dann auch ein bisschen geforscht. Das war dann auch sehr typisch, dass die Juden immer unter sich geblieben sind. Und gut, danach, dann dem Zweiten Weltkrieg vorbei war, da war ja in China noch Bürgerkrieg, deswegen dann gab es so Hilfsorganisationen, die haben alle Juden geholfen, dann das Land zu verlassen. Es war kein Jude da geblieben. Es gibt auch, finde ich zum Beispiel, wenn ich dann hier sehe, Türken, also ich habe dann natürlich immer auch Gemüse bei Türken gekauft und so weiter, aber ich habe nicht unbedingt immer den Zugang zu den Türken. Ich finde, sie bleiben auch gerne ein bisschen untereinander. Gut, meine Tochter geht zu Kita und hat natürlich auch so einen türkischen Jungen, mit dem sie sich gut verstanden hat und so. Viele Dinge brauchte sehr viel Zeit und Jahrzehnte. Und ich denke, chinesische Kultur, erstmal die Sprache, um andere Sprache zu lernen, dauerte sehr lang. Ne, bis man dann die Sprache gelernt hat, dann ist man schon auch in einer anderen Kultur. Aber eben in Dessau war das Studium so angelegt, dass sie nur Englisch Unterricht bekommen. Und deswegen bleiben sie schon dann, das alleine dadurch schon gerne unter sich. Ja. Maria, das Gdańska in Oberhausen ist inzwischen eine Art Kultort geworden. Restaurant, Kneipe, es gibt Jazz zu hören, es gibt klassische Konzerte zu hören, man kann Lesungen erleben. Im Hinterhof gibt es auch ein ganz kleines Theater, wo dann ab und an Stücke inszeniert werden. Dort treffen sich, hat man das Gefühl, nicht nur Polen und Deutsche, sondern alle mit allen, fast ein Stück Utopie, Griechen, Ägypter, Italiener, kannst du alle treffen im Gdańska, so wie das halt ist in Oberhausen, dort kommen sie alle zusammen. Also eine Erfolgsgeschichte letztlich. Aber wahrscheinlich war der Anfang nicht ganz leicht, um so etwas zu etablieren. Mit welchen Problemen hattet ihr damals, du und dein Mann Czesław, zu kämpfen? Also ich habe kein Buch geschrieben, da war ich auch ganz gespannt, wonach du mich fragst. Immer nach Problemen, Konflikte und aber Probleme. Aber noch nicht. Vielleicht kommt das noch auch. Also ich bin dann auch
bisschen positiver als meine Vorredner. Also ich kann auch von dem Integrationsprozess von meiner Familie sprechen und von dieser mini-offenen Gesellschaft, von den Menschen, die uns eben umgeben. Das ist eine 20-jährige Geschichte, also keine lange Geschichte, aber immerhin schon 20 Jahre ist schon so eine Zeit, wo man da auch was vielleicht verallgemeinern kann. Das war nicht einfach, selbstverständlich war das nicht einfach, da war auch, wir haben auch klein angefangen und haben wir uns immer entwickelt. Und wir wollten, dass diese Gaststätte, die eigentlich auch jetzt mittlerweile zu Kulturstätte oder Kultkneipe geworden ist, auch wächst und gedeiht. Und das ist jetzt auch mit diesen Integrationen auch sehr verbunden. Ich habe auch hier 15 Jahre im Schuldienst gearbeitet und habe ich auch meine Erfahrungen da eventuell auch eingesetzt. Selbst eine ausländische Lehrerin hatte ich auch schon Vorteile bei den ausländischen Schülern, aber auch nicht immer. In den Berufsschulen, da habe ich auch jahrelang da auch Berufsschüler unterrichtet, da gab es auch selbstverständlich Konflikte, auch nicht aufgrund dessen, dass der eine Türke war und der andere Kurde oder der eine Pole und der andere Russe, aber das ist wie bei Jugendlichen. Und ich weiß auf dem Schulhof dann auch zwei junge Männer auch schon, ist egal welche Nation, die haben dann einen Schwächeren verprügelt und ich habe das jetzt auch reagiert und dann wurde ich dann vielleicht auch ein bisschen lauter und dann hatte sich einer gedreht zu mir und fragte, hi, haben Sie was gegen Ausländer? Da sagte ich, nein, aber ich habe was gegen Arschlöcher. Und das ist, sorry, aber das ist bei uns auch geblieben. Anständig, da sagte Professor Bartoszewski, ein Pole, es ist wert, anständig zu sein. Es lohnt sich nicht immer, aber es ist wert. Und bei uns in der Kneipe hängen dann auch Banner, wo es nicht steht, freie Zone gegen LGBT, so wie in Polen jetzt auch so ganz modisch ist, sondern freie Zone gegen Vulgarismen, in freie Zone gegen Arschlöcher. Und das ist, die Leute, vielleicht ist das jetzt die Kulturkneipe, das ist diese mini-offene Gesellschaft, das sind die Leute, die sich durch Musik verbinden, Literatur verbinden, die mögen Theater, die mögen auch aktiv sein, die kommen und veranstalten selbst Schreibenstücke, schreiben Musicals, die kommen und präsentieren das. Da sind Gäste, die neugierig sind. Die sind neugierig nicht nur auf die polnischen Pierogi, die sind auch neugierig auf die Atmosphäre. Und wenn sich einer nicht benehmen kann, muss er gehen. Und von daher bin ich auch positiv, aber ich keine Soziologin, Gott sei Dank, muss ich dich das Ganze analysieren und auseinandernehmen. Ich sehe, wir haben das jetzt schon diese so Gefühl, so eine Intuition auch, passen die Gäste, passen die Künstler und das ist, ich glaube schon, das ist so das Positives und dann lernt man auch positiv zu denken, weil wir sind vielleicht auch tatsächlich auf dem halben Weg zu dieser Bergspitze und wir werden nicht zurückkehren. Wir schwitzen und sind müde und schimpfen, aber wir gehen weiter. Und ich glaube schon, dass diese Frage auch hier, die auch auftaucht, fühlen Sie sich eher Wessi oder eher Ossi? Also ich eigentlich aus dem Osten, da müsste ich eher Ossi. Aber ich muss mir dann auch richtig die Antwort überlegen, wenn ich gefragt werde. Wir sind hier 30 Jahre schon in Westdeutschland. Gut, ich kann da jetzt nicht sagen, wie es auch in Ostdeutschland ist. Einmal vor Jahren war ich auch in Schwerin im Urlaub, aber das schon war vor dem Mauerfall. Aber ich glaube, dass es bei vielen, vielen diese Überlegung gar nicht jetzt bewusst ist. Wenn die jetzt auch so Jahrestag kommt, gut,
Dann war das jetzt, ach, ist das jetzt immer noch, die Renten sind weniger, also die Leute haben dann auch weniger Einkommen. Und dann kommen dann jetzt auch das, diese wirtschaftlichen Sachen, das ist selbstverständlich wahr, ist objektiv. Aber ich habe auch nie in den 30 Jahren mich irgendwie benachteiligt hier gefühlt. Ich meine jetzt auch bei vielen, vielen Bekannten, und ob das jetzt egal, auf welche Nation das ist immer die Sache, gut, Migrationsgrund empfand ich nie als Nachteil. Klar, ich bin eingewandert, emigriert. Und gut, dass meine Kinder noch Migrationsgrund haben, aber Enkelkinder, ja, die Mutter ist immer noch aus Polen, in Polen geboren. Dann müssen wir das irgendwie überleben, dass die Urenkelkinder erst dann nicht keinen Migrationsgrund haben. Aber ist das wirklich schlimm? Da ist das dieses Deutsch Plus. Ich habe was anzubieten. Ich, mein Mann, und das wird gerne angenommen und mit Freude. Und das ist eben das, was ich hier als positiv empfinde, und das ist auf diesem Mini-Offen-Gesellschaft auch klar, dass diese Gesellschaft im Grunde die Mehrheit weiter auf die Spitze will nicht zurück. Das ist also eine kleine Gruppe, wird dann jetzt wieder sagen, nee, tschüss, ich habe jetzt genug, mir reicht das. Aber viel, viel mehr gehen da weiter. Das ist meine Erfahrung und Erfahrung meiner Familie, meines Mannes, und deswegen haben wir das jetzt so weit. Es ist auch das Wirken und das Engagement und immer Freude an dem, was man hat und was man noch erreichen will. Dass man gerne das tut, was man liebt. Und wir haben das erreicht, was wir wollten, 1990. Wir wollten hinter die Mauer, Gott sei Dank war die Mauer schon weg, und ein erfülltes, freies, die Freiheit, was man heute ständig hört, freies Leben fühlen. Und dann ist das jetzt Erfolgsgeschichte in diesem Sinne, dass ich sagen kann, wir haben unsere Erwartungen und unsere Träume hier erfüllen lassen. Und mit uns zusammen viele Menschen, eine ganze große Gruppe Leute, die das auch, glaube ich, auch ähnlich denken. Das waren klare Ansagen. Maria, weil du auch gerade noch mal vom Erfolg des Gdańskas gesprochen hast, Erfolg bringt auch Neid hervor. Das kennen wir alle. Das kenne ich und Frau Luo in der Literatur, das kennt Herr Elmar Falani in der Wissenschaft, das kennt Herr Diaby in der Politik vielleicht sogar vor allem. Und das gibt es natürlich auch in der Gastronomie. Sind dir Äußerungen von Missgunst auch zu Ohren gekommen? Man misst das an Anzahl der Feinde, man sagt, ne? Ja, also wir hatten jetzt im Sommer super schöne Freiluftkonzerte und auch viele Probleme, weil es zu laut war, weil es dann eventuell zu lange gedauert hat, dann auch mit Ordnungsamt, mit der Polizei. Aber wir haben irgendwie, können wir auch Kompromisse schließen. Und jedem dann auch, man muss Erfolg teilen können. Und das ist nicht nur unser Erfolg, das ist Erfolg einer ganzen Gruppe, vielen Menschen, auch Erfolg unserer Nachbarn und auch Erfolg der Nachbarnstädte, auch Mülheim. Dass man irgendwas aufgebaut hat und weiter das machen darf, das ist eine Sache nicht des Einzelnen. Und wenn man auch das preisgibt und immer wieder betont, man kann nicht einzeln nicht so viel erreichen. Muss ein Team sein, eine Gruppe, wie ich immer wieder wiederhole, mini-offene Gesellschaft. Und jeder muss es erfahren und muss es auch wissen, er hat einen Teil davon. Er kann auch teilhaben und er hat auch Teil. Okay, jetzt holen wir Karamba Diaby in die Runde.
Ich hoffe, er konnte unserer Diskussion folgen. Hallo, Herr Diaby. Es kommt nichts. Ja, ich könnte das folgen. Die Qualität war nicht so besonders, aber ich habe vieles mitbekommen. Ja. Es ging einigermaßen. Okay. Anfang des Jahres, Herr Diaby, wurde auf Ihr Bürgerbüro in Halle 5-mal geschossen. Was ist damals genau passiert? Was haben die Ermittlungen mittlerweile ergeben? Ja, dieses Ereignis war ein ganz trauriges Ereignis, dass im Januar 5 Einschusslöcher auf den Scheiben meines Bürgerbüros gefunden wurden oder festgestellt wurden. Mein Bürgerbüro, muss man sagen, das ist im Zentrum der Stadt Halle, in sogenannten 1A-Lage, barrierefrei, ein Dialog, wo ich mir bewusst ausgewählt habe, Fragen zu stellen, aber auch kritische Dinge anzusprechen, worüber wir uns dann unterhalten können. Leider ist das so gewesen, dass dann diese Personen oder die Person die Möglichkeit, die man nutzen sollte, nicht genutzt hat, sondern einfach Gewalt anzuwenden. Ja, leider ist das immer noch nicht rausgekommen, wer der Täter oder die Täterin ist. Die Polizei sagte mir, dass sie auch die Motive immer noch nicht kennen. Ich muss sagen, dass sich da nach den negativen Ereignissen sehr, sehr viel Solidarität erfahren habe. Ich habe eine Menge an E-Mail-Zuschriften, tausende Einträge auf meine Social-Media-Kanäle, Bürgerinnen und Bürger aus Halle, die zu mir gekommen sind, Blumenstrauß abgegeben, Rosen abgegeben und dann Rosen sogar in den Einschusslöcher gesteckt als Solidarität und dann an den Scheiben. Aber Leute, das macht mir Mut und das ist, was uns stärkt. Ich bin der Meinung, dass es eine kleine Gruppe gibt, ich bezeichne das wirklich so, die nicht demokratische Mittel nutzen, um politische Auseinandersetzungen zu suchen. Die sind sehr präsent, sehr laut, aber die sind nicht die Mehrheit in dieser Gesellschaft. Das ist meine Credo. Die überwiegende Mehrheit dieser Gesellschaft ist für eine offene Gesellschaft, aber diese kleine Gruppe ist laut und präsent, dürfen wir aber trotzdem sie nicht vernachlässigen. Mein Appell ist, dass wir das ernst nehmen, dass jeder an der Stelle, wo er ist, sich auch damit auseinandersetzt. Und nur so können wir diese Erscheinungsformen dann bekämpfen. Glücklicherweise ist, was diese Schüsse betrifft, niemand verletzt worden damals. Das muss man auch noch dazu sagen. Und Sie, Herr Diaby, hatten damals Sitzungswoche. Nein, das war in der Nacht. Ja. Genau, war in der Nacht. Sie, Herr Diaby, hatten damals Sitzungswoche in Berlin. Und ich habe gehört, dass sich mehrere Politiker mit Ihnen fotografieren lassen wollten. Warum machen das Politiker? Ist das ein Akt der Solidarität oder ein bisschen auch Gier nach Aufmerksamkeit? Naja, ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige symbolische Sache, dass Menschen deutlich sich positionieren, solidarisieren mit den Opfern. Ich bin in einer privilegierten Lage, dass ich Mikro immer wieder vor der Nase gehalten bekomme, dass ich dann etwas sagen kann. Aber die vielen, vielen Opfer, die anonym sind, die sich auch nicht trauen, ihre Sachen da in die Öffentlichkeit zu bringen, ich denke an solche Leute. Und dass ich sage, Solidarität mit Opfern ist unheimlich wichtig, denn die Leute, die Täter sind, die bekommen mit, dass sie nicht die Mehrheit sind, dass die anderen auch dagegen sind, das, was sie tun gegen Demokratie und Menschenfeindlichkeit. Deshalb finde ich auch bei Kolleginnen und Kollegen, wenn jemand das erlebt, ich bin ja nicht der Einzige, der solche Dinge erlebt, Journalisten erleben das, Künstlerinnen und Künstler erleben das, freiwillige Leute bei THW oder bei Feuerwehr oder bei Polizei sogar erleben solche Dinge. Das heißt, Opfer oder Menschen, wenn die Opfer sind, egal an welcher Stelle, dass man sich da solidarisieren, finde ich wichtig für unsere Demokratie. Denn wir zeigen einfach, dass die Mehrheit steht für eine demokratische Gesellschaft, für eine offene Gesellschaft, für eine faire und würdige Auseinandersetzung miteinander. Und das ist das Signal, was ich da damit hergeleitet habe und finde ich wichtig, dass das auch so läuft. Vor 4 Jahren haben Sie Ihre Autobiografie veröffentlicht. Ich nehme mal an, das war der erste Teil. Sie trägt den schönen Titel "Mit Caramba in den Bundestag".
Karamba ist also einerseits Ihr Vorname, ich glaube die Abkürzung sogar Ihres Vornamens. Karamba ist aber gleichzeitig ein Wort, das man auch hier in Deutschland versteht. Es kommt aus dem Spanischen und bedeutet so viel wie Donnerwetter oder Potztausend. Worin bestand denn das Donnerwetter auf Ihrem Weg in den Bundestag? Sie können gerne anekdotisch antworten. Ja, mein Lebensweg ist bezeichnet durch viele Tiefen und Höhen, genauso wie bei vielen anderen in der Runde, dass man viele Tiefenpunkte hat, aber viele Höhepunkte auch hat. Ich bin, wie schon erwähnt, von einem kleinen Dorf in Senegal und als Waisenkind. Und einer der Tiefpunkte ist natürlich, mit 6 Jahren zu erfahren, dass meine Schwager und meine Schwester nicht meine Eltern sind. Das ist ein Tiefpunkt, aber viele Höhepunkte im Leben auch, dass man Solidarität spürt, interfamiliäre Solidarität, aber auch, dass ich dann durch das Stipendium der DDR kommen durfte und dann dieses wunderbare Glück auch bekommen habe, hier studieren zu dürfen und promovieren zu dürfen und dann später dann als Volksvertreter gewählt zu werden in Halle an der Saale. Da sind ja eine Mischung aus Höhepunkte und Tiefpunkte und ich denke schon, dass man wichtig halten muss, dass das Leben ist ja so geprägt, dass man unterschiedliche Erfahrungen in seinem Lebenslauf, Lebenslauf macht. Das habe ich versucht in diesem Buch, das erste haben Sie genannt, die neueste, die jetzt erschienen ist am 2. September, Mein Leben für die Demokratie. Da habe ich das erweitert mit den Ereignissen der letzten Jahre. Also ein Donnerwetter müssen andere Leute das bezeichnen. Ich selber sage einfach, es ist keine märchenhafte Biografie, sondern das ist eine Biografie, die geprägt ist von Tiefen und Höhen. Und bin der Meinung, dass wenn man den Tiefpunkt erlebt, soll man nie den Kopf in den Sand stecken, sondern wenn man gesund ist und Verbündete hat, das Glück hat, in Netzwerke auch in seinem Umfeld zu haben, dass man weiter nach vorne schaut. Und in dieser Gesellschaft gibt es sehr viele Chancen, die wir haben. Und ich denke, das sollte ja genutzt werden, soweit man wirklich gesund ist und die Möglichkeit hat, diese Potenziale zu nutzen. Nun ist ja Politik ein hartes Geschäft. Ich hoffe für Sie, Herr Diaby, dass es manchmal auch ein vergnügliches Geschäft ist. Es gibt auch Menschen, die sagen, es sei ein schmutziges Geschäft. Jedenfalls muss jemand, der in die Politik geht, mit Auseinandersetzungen rechnen. Er muss mit Missgunst rechnen, auch mit Anfeindungen, mit Angriffen. Das ist eigentlich etwas Selbstverständliches. In Ihrer Biografie schreiben Sie allerdings, bei Ihnen seien diese Angriffe ausschließlich rassistisch motiviert. Können Sie dafür ein Beispiel geben und wie gehen Sie damit um? Reagieren Sie darauf oder lassen Sie das an sich abprallen? Ja, also ich meine, in der politischen Auseinandersetzung, dass wir ganz, ganz heftig miteinander diskutieren und dass wir unsere Meinung austragen. Davon lebt Demokratie, davon lebt die Demokratie und Vielfalt der Parteien. Allerdings in den letzten 2-3 Jahren, was wir erleben, insbesondere in Social Medien, dass wenn man etwas postet, egal welches Thema ist, und wenn man Rede hält, egal zu welchem Thema, dass dann Hunderte und Tausende Hass-E-Mail dann ankommen mit Bedrohungen und so weiter. Und das ist nicht mehr normal, meiner Meinung nach. Und deshalb, Sie haben recht, Politik ist kein einfaches Geschäft, aber die Art und Weise, wie wir leben, dass sie unterwegs sind, dass sie dann Social Medien als freier Raum, aber auch als rechtfreier Raum benutzen, das darf nicht sein. Social Medien sind für mich ein freier Raum, aber kein rechtfreier Raum. Das heißt, jeder, der sich da bewegt, muss eindeutig zur Kenntnis nehmen, dass auch da Regeln da sind. Und dass Beispiele, ich nenne die gerne, die sind bei mir im Buch drin auch beschrieben. Ein Beispiel ist einfach im Wahlkampf, dass mein Plakat fotografiert wurde. NPD hat das gepostet mit dem Überschrift Volksvertreter in Einführungsstrich. Wenn es nach den Vorstellungen der Sozialdemokratie geht, wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Also ein Schwarzer darf nicht Volksvertreter der Deutschen sein. Das ist die Unterstellung. Und dann viele Karten, die ich bekommen habe, wo ich aufgefordert werde,
von einer Gruppierung Deutschland zu verlassen und ähnliche Dinge. Das sind ja das, was ich erlebe. Und natürlich die Morddrohungen im Januar, die waren die Höhepunkte des Ganzen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich lasse mich von diesen Gruppierungen nicht einschüchtern. Ich habe Solidarität in große Menge in meinem Wahlkreis, aber auch weltweit in den Zuschriften, die ich bekomme. Das macht mir Mut, mein Team und ich. Wir sagen einfach, es lohnt sich für die Demokratie weiter zu kämpfen. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Diaby. Elmar Falani, danke. Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Sehr interessant ist das Loyalitätsdilemma, das Sie Kindern in migrantischen Familien zuschreiben. Dieses Dilemma besagt etwa, wenn ich erfolgreich sein will in der neuen, also der deutschen Gesellschaft, dann kann ich nicht loyal sein gegenüber meinen Eltern. Und wenn ich loyal sein will, dann kann ich nicht erfolgreich sein in der deutschen Gesellschaft. Ich meine, es liegt auf der Hand, dass Eltern von ihren Kindern erwarten, dass sie gewisse Werte mit ihnen teilen, ein paar althergebrachte Vorstellungen, sie können auch religiöser Natur sein, oder generell Vorstellungen vom guten Leben, die aber anderes sind, als sie in der Gesellschaft, in der nun die Familie lebt, vielleicht vertreten sind. Wie haben Sie für sich persönlich dieses Dilemma gelöst, sofern man es überhaupt lösen kann? Für mich viel wahrscheinlicher ist, dass das eine Spannung bleibt. Ja, so würde ich es auch sagen. Wichtig ist, Sie haben das wunderbar zusammengefasst, aber es ist ein gefühltes Dilemma. Ne? Das ist nicht ein, das ist nicht objektiv, sondern das ist das, was Jugendliche, Kinder schon, in der Grundschule kann man das schon feststellen, deren Eltern zugewandert sind, sie selbst sind aber hier aufgewachsen, erleben. In der Kindheit haben die damit noch kein Problem, das ist spielerisch und ab der Jugendphase, fängt immer irgendwann unterschiedlich an, fühlen die da ein Dilemma. Und das Dilemma hat damit zu tun, dass alle Eltern, auch alle hier, egal woher sie herkommen, wollen, dass die Kinder die Dinge, die einem selbst wichtig sind, auch haben. Das will man. Ne? Wenn man jetzt von weit weg gekommen ist, ganz woanders sozialisiert wurde und das trotzdem möchte, und Migranten möchten das noch ein bisschen mehr als Nicht-Migranten, kann man es verstehen, wenn man in der Fremde ist, muss das eigene noch bewahrt werden, dann kann man sich vorstellen, dass Kinder schon relativ früh, also Viertklässler, kriegen schon mit, das, was meine Mama oder mein Papa erwarten, ist hier nicht zeitgemäß. Also witzig ist, in einer Studie beschreiben das türkische Jugendliche oder türkische Kinder, kann man sagen, als, das ist ein Film. Ja, also unsere Eltern, da wird immer eine Schallplatte abgespielt oder ein Film abgespielt und dann spielen wir mit, ihnen zuliebe. Das heißt, es gibt dann verschiedene Strategien, da gibt es viel Forschung zu. Bei mir war es so, dass ich die Konfrontation gesucht habe. Das trauen sich die wenigsten. Das ist typisch, dass man sich das nur dann traut, wenn man in einer ziemlich privilegierten Familie aufgewachsen ist. Ich habe gerade gesagt, mein Vater war Arzt, wir sind sehr wohlhabend aufgewachsen. Und da ist es auch am wahrscheinlichsten, dass man dann in Konfrontation tritt. Und was einem klar sein muss, je schlechter es eine Familie geht, umso schwerer haben es Kinder, nicht ökonomisch, sondern die Kinder kriegen mit, deswegen will ich jetzt nicht über mich sprechen, ich hatte es echt relativ leicht, die Kinder kriegen mit, dass die Eltern, dass sie mit Verantwortung tragen für die Stabilität der Familie. Das war bei mir nicht so schlimm, weil wir halt ökonomisch in einer üppigen Situation gelebt haben, aber in einer schwierigen Situation kriegen die Kinder mit, dass wenn sie sich von der Familie so distanzieren, wie das alle anderen auch machen, ne, sich sozusagen wegbewegen von der Familie, auch protestmäßig und so weiter und so fort, Selbstverwirklichung, dass das den Eltern wirklich wehtut, also im ernst gemeinten Sinne, und dementsprechend übernehmen die mehr Verantwortung, nehmen wahr, dass manchmal, das ist bei Migranten auch nicht selten, das ist typisch, dass Mütter sich an nichts anderem gerade zwischenzeitlich festhalten können, weil sie so einen Stress verspüren und so eine Identitätskrise vielleicht auch haben, weil man wird ja auch im neuen Land nicht so toll aufgenommen, dass sie sich nur noch an ihren Kindern festhalten, dass das Leben gerade nur Sinn macht wegen der Kinder. Und das kriegen Kinder mit. Und das ist auch etwas, was ich sehr stark in pädagogischen Kontexten kommuniziere, dass Lehrkräfte niemals zu leichtsinnig Eltern sagen sollen, ich mache jetzt mal, abstrahier das mal, lass doch mal dein Kind los. Weil wenn man das einer Person sagt, die gerade eine krasse Krise hat und sich an nichts anderem festhält,
als an dem Kind. Und dann dem sagt, lass los, passiert in der Regel, dass sie noch fester klammern. Das haben wir in mehreren Studien, nicht in dem Buch, was Sie jetzt meinen, sondern in einem davor festgestellt, dass man praktisch Teil des Problems wird, wenn man als pädagogische Fachkraft genau dieses Problem nicht erkennt. Das Problem haben die Kinder, aber ursächlich haben es die Eltern. Weil die Eltern nun mal dazu tendieren, ihre Erwartungen, die sie mit der Migration verknüpft haben, auf die Kinder zu übertragen. Aber es gibt eine gute Botschaft, das ist ja immer rückblickend. Dass die Eltern diese Erwartungen an ihre Kinder übertragen, liegt daran, dass sie ihre Erwartungen mit der Migration nicht erfüllen konnten. Die Menschen sind ja immer migriert, um ihr Leben zu verbessern. Wenn das nicht so richtig geklappt hat, dann erwarten sie von ihren Kindern, dass sie erfolgreich sind, zum Quadrat. Und weil sie selbst nicht erfolgreich waren, kapseln die sich ab, so wie das gerade beschrieben wurde. Nur dann, wenn man nicht erfolgreich ist. Also wenn es nicht gelingt. Und das macht es den Kindern schwer. Wenn die Eltern, also wenn die Migranten der ersten Generation hier nicht vernünftig ankommen, dann werden daraus verfestigte Probleme. Und jetzt kommt die schöne Botschaft. Seit einigen Jahren schaffen wir es, dass es die Migranten in der ersten Generation nach ein paar Jahren auf dem Boden schon an den Tisch setzen. Und das ist eine richtig gute Botschaft, dass es sein kann, dass wir in 10, 15 Jahren alles, was ich im Augenblick geschrieben habe, dass wir uns da kaputt lachen werden drüber und sagen, das war echt so andere Epoche, altes Zeug, das lesen wir dann wie Geschichtsbücher. Kann sein, kann aber auch sein, dass es erst in 50 Jahren so weit ist, kann aber auch sein, dass sich das immer wieder wiederholt. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber wir sind bei der Integration von Neuzugewanderten so gut wie noch nie. Und das ist erstmal eine ganz gute Botschaft. Die meisten Probleme, die wir haben, ob im Ruhrgebiet oder woanders, auch in Ostdeutschland, das sind Probleme, die sind vor Jahrzehnten entstanden. Vor Jahrzehnten hat man Dinge falsch gemacht und dadurch verfestigen sich Strukturen. Und einmal verfestigte Strukturen, wenn die sich 20 Jahre verfestigen, braucht man Pi mal Daumen ungefähr auch wieder 20 Jahre, um sie zu lösen. Wohingegen, wenn man von Anfang an die Teilhabe so steigert, wie wir das im Augenblick ganz gut machen, nicht perfekt, aber ganz, ganz gut im Vergleich zu früher, dann entstehen gar nicht erst verfestigte Strukturen. Und das ist erstmal eine gute Botschaft. Darauf einen Tusch. Kiomas Musayibi.
Musik, wo diese schöne Musik lief, sage ich jetzt vielleicht doch noch die Antwort, wie ich meinen Eltern auf den Keks gegangen bin. Ich bin Punk geworden und habe Punkmusik gemacht, also nicht so schöne und auch nicht so komplexe Musik wie Sie jetzt. Und da haben wir es richtig krachen lassen. Und der schöne Effekt war, ich bin meinen Eltern auf den Keks gegangen damit und den Lehrern und den Nachbarn, alle haben mich gehasst. Und das ist auch so ein ganz guter... Also wenn das man spricht für großen Erfolg haben in der deutschen Gesellschaft. Zumindest Eigensinn. Es ist auf jeden Fall eine Form von selbstbestimmter Exklusion. Und das ist, würde ich sagen, das größte Recht, was es gibt, weil in so einem Land wie China oder in so einem Land wie Russland gibt es Inklusion, ne? Sondern so Zwangsinklusion. Das größte Bürgerrecht, was es geben kann, ist so selbstbestimmte Exklusion und die anderen müssen es ertragen. Und das ist genial. Maria, auch dein Mann Czeslaw hat als Lehrer gearbeitet. Er ist eigentlich ausgebildeter Ozeanograf, aber es war damals in Polen schwer, eine Anstellung zu finden. Also hat er dann als Lehrer gearbeitet, Mathematiklehrer, glaube ich. Und einmal hat er mir erzählt, du Ralf, ich war ein guter Lehrer für gute Schüler. Maria aber ist eine gute Lehrerin für gute und schlechte Schüler. Wie gelingt das, Maria? Für schlechte und gute Schüler eine gute Lehrerin zu sein, mitzufühlen, glaube ich, auch zu verstehen, weil ich auch nicht immer die beste Schülerin war. Aber ich meine, die Bildung, ich muss auch zustimmen, dass auch in vielen Familien, ich kann jetzt auch aus diesem polnischstämmigen Familien berichten oder auch aus meiner Erfahrung, dass es in den Familien, wo in der ersten Generation, der Migrantengeneration, die Eltern sich hier wiedergefunden haben und beruflich auch Erfolg hatten, die ließen die Kinder auch gehen oder bei denen die Kinder auch besseren Bildungsstand, besseres Bildungsniveau erreicht haben. Die haben sich nicht geklammert, die Eltern haben die Sprache schneller auch gelernt und konnten dann auch selbstständig agieren, mussten dann auch die Kinder zu allen Ämtern und Behörden mitschleppen. Die Kinder, die haben dann auch wahrscheinlich, auch das ist die zweite Generation, die haben hier auch mehr Erfolg gehabt. Und zur Bildung, eigentlich zu diesen Bildungsmöglichkeiten hier in Deutschland, da muss ich auch unsere Erfahrung sagen, aus der Erfahrung der Familie und in den näheren Kreis, dass man, wenn man das will, man kann die Möglichkeiten hier auch nutzen. Man muss auch nicht wohlhabend sein und muss man auch nicht besonderen Status selbst haben, um, damit die Kinder hier auch das erreichen, wo sie auch in der Lage sind zu erreichen, auch von der Intelligenz und von den Möglichkeiten, auch intellektuellen Möglichkeiten. Unsere Kinder waren ja klein, sind dann auch der älteste Sohn musste in die vierte Klasse, dann wechselte auch in einem Jahr schon in die weiterführende Schule und musste auch die nächste Sprache erlernen. Aber ich meine so, wenn man dann auch mitmacht. Es geht auch. Es geht und die konnten dann alle, sind alle Akademiker, haben alle gute Hochschulen, Universitäten dann auch absolviert. Das kann auch klappen. Also das ist auch nicht so, dass man sagt, ach mein Gott, dieses Bildungssystem hier, das ist auch nicht freundlich, ist auch nicht migrantenfreundlich. Das muss ich auch bestreiten. Also das ist aber lass uns doch mal von deinen praktischen Erfahrungen als Lehrerin sprechen. Also es interessiert mich wirklich, dieser Satz da von Czeslaw, auch eine gute Lehrerin für schlechte Schüler zu sein. Es ist offensichtlich, dass sozialer Hintergrund, Herkunft, teils auch lokale, regionale Bedingungen, teils auch der Migrationshintergrund dazu führt, dass es manche Schülerinnen und Schüler schwerer haben in der Schule als andere. Und was kann man jetzt als Lehrerin, wenn man das erkennt, dagegen tun, um dagegen zu steuern und das halbwegs ins Gleichgewicht zu bringen? Ich weiß, eine Lehrerin hat ohne viel
ohnehin viel zu tun und einen ausgefüllten Job. Aber wenn man sowas erspürt, und darin muss ja deine Kompetenz liegen, um zunächst schlechte Schülerinnen zu fördern, was machst du? Das ist, also ein Lehrer, ein Fachlehrer muss auch ein Pädagoge sein und oft muss auch ein Therapeut sein. Und das ist jetzt auch jetzt in der heutigen Zeit desto wichtiger. Ich habe jetzt hier auch einige Zeit auf einer Hauptschule unterrichtet und musste dann auch mich damit messen. Also das ist jetzt auch, war für die Kinder oft das Fach Chemie oder Physik überhaupt nicht interessant. Und die hatten auch keinen Bock, das zu lernen. Das ist es, mitfühlen oder auch ein bisschen therapeutisch zu arbeiten zu können. Also dafür müssen die Eltern auch, die Lehrer ausgebildet sein. Das kommt nicht einfach, dass ich sage, okay ich liebe meinen Beruf und mag auch die Schüler. Das ist auch nichts von mögen oder von lieben oder von Zuneigung. Da muss auch Fachwissen dahinter stehen. Das muss gelernt werden. Und ich habe jetzt auch Pädagogik studiert. Das war in dem Lehramt, wo ich da jetzt auch in Polen, aber auch später hier in Deutschland mich auch weiter fortbilden lassen und dann eben in diese therapeutische oder auch pädagogische Richtung. Dahinter steckt dann auch Fachwissen und vielleicht auch Empathie. Also das ist auch, kommt von Persönlichen. Ich habe auch nie von meinen Schülern mehr erwartet, als ich vermutet habe, dass sie leisten können. So viel, vielleicht nur ein bisschen mehr, aber nicht zu viel, damit sie dann nicht aufgeben. Und was ich dann auch immer wieder betone, gut, also ich habe keine Smileys gezeichnet für 17-jährige Schüler, aber dann auch jemanden dann auch klar zu sagen, dass in jedem Menschen was Gutes steckt und es steckt immer was er schafft. Das ist auch eine Begabung, persönliche Begabung, aber verstärkt mit Fachwissen. Okay. Das muss gelernt werden, studiert werden. Mythos Bildung heißt das aktuelle Buch von Aladin El-Mafalani. Darin sagt er, Bildung gilt sozusagen als die Zauberformel für alle erdenklichen Probleme der Welt. Das aber sei ein Mythos. Die Bildung oder vielmehr das Bildungssystem selbst sei das Problem. Und zwar deshalb, weil es ungleiche Startchancen von Schülerinnen und Schülern nicht systematisch ausgleicht. Was müsste getan werden? Jetzt wollen Sie wieder, dass ich nur eine Minute antworte. Ne? Drei. Drei Minuten. Ich würde sagen, in dem Buch habe ich das ernst genommen. Ich mache es jetzt mal ganz anders. Das steht alles nicht im Buch drin, was ich jetzt sage. Dann geht es auch schneller, als das so systematisch durchzugehen. Exklusiv. Genau. Das afrikanische Sprichwort, es soll afrikanisch sein, dass man für die Erziehung eines Kindes ein ganzes Dorf braucht. Das muss man wirklich ernst nehmen. Wir diskutieren hier andauernd alleinerziehende Mütter oder nicht vollständige Familien, als wäre es die richtige Form, dass Mutter, Vater und dann ein oder zwei Kinder. Das ist, so geht es nicht. Das heißt, Kinder brauchen, würde ich jetzt mal sagen, Pi mal Daumen 15 bis 20 Erwachsene, die sich um das Kind kümmern. Kriegen wir also hin, dass zeitgleich 10 Lehrer da sind, also brauchen wir 10 andere. Die fehlen noch. Und das ist das, worum es mir geht, dass die einen Familien es hinbekommen, dass das Kind erst zum Ballett gefahren wird und danach noch woanders und morgen dann zum Bratsche spielen und dann noch woanders. Und das sind immer Erwachsene, von denen das Kind was lernt. Das lernt nicht nur Bratsche spielen, das lernt ganz viel dabei noch. Also gerade dieses implizite Lernen ist unfassbar wichtig. Und jetzt haben wir arme Kinder, die leiden darunter, dass ihre Eltern häufig, und das ist das Typische heute, Armut gab es schon immer in Deutschland auch, ne? Also ist eine Illusion, wenn Sie H.P. Kerkeling sich anschauen, was der über sein Buch geschrieben hat, in Recklinghausen aufgewachsen als Arbeiterkind, Eltern waren nie arbeitslos.
Das Lebensniveau, das Einkommen, die Kaufkraft dieser Familie ist geringer gewesen damals als heute bei Hartz IV. Das muss man einfach ehrlich so zur Kenntnis nehmen. Aber anders war es, dass es gab eine Arbeiterkultur mit eigenen Büchereien, Arbeiterchöre und so weiter. Die wurden ja genervt, die Kinder, mit diesen solidarischen Strukturen, die um die Arbeiter herum auch zu Disziplin, zu Tugenden und so weiter geführt haben. Heutige Armut bedeutet Resignation oder die Bildung von Parallelgesellschaften oder die Eltern kämpfen. Beide arbeiten, haben mehrere Jobs und kämpfen so ein bisschen um Würde und kümmern sich dann gar nicht mehr ums Kind. Also gerade wenn man leicht über der Armutsgrenze ist, ist es ganz riskant fürs Kind, weil dann keiner mehr sich um das Kind kümmern kann oder die Gefahr besteht zumindest. Das heißt, wir müssen die Schulen so aufstellen, dass diese Familien, um die sich viel zu wenige Erwachsene kümmern, diese Familien haben auch ein kleines soziales Netzwerk. Da bringe ich ja Beispiele von Familien in dem Buch, wo es erstaunlich ist, dass es auch innerhalb der Familie keine engen sozialen Beziehungen zu anderen Erwachsenen gibt. Das kann man sich hier wahrscheinlich nicht vorstellen, aber Armut heute in resignierten Milieus bedeutet, es gibt nicht viele Freunde, die mal zu Besuch kommen. Und das Kind lebt eigentlich nur zu Hause oder draußen und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen das ausgleichen. Und das wäre schon immer schlau gewesen, aber heute ist es notwendig. Heute ist es nicht ein pädagogisches Add-on, sondern heute ist es notwendig, wenn man was gegen die verschärfte Benachteiligung von einer bestimmten Gruppe von Kindern spricht. Und das bedeutet, dass die Schulen nicht mehr nur Lehrer sein müssen. Wenn alle Lehrer so wären wie Sie, empathisch und bemüht, genau mit dem Fokus, würde ich sagen, okay, aber ich glaube, Sie stimmen mir zu, dass wenn wir die 800.000 Lehrkräfte in Deutschland sehen, dass Sie so eine seltene Spezies darunter sind. Und warum? Lehrkräfte werden für Unterricht ausgebildet, die werden dafür ausgebildet, 30 Kinder da zu haben und dann systematischen Plan zu verfolgen. Das machen die richtig gut, das kann keiner ersetzen, das haben wir bei Corona gesehen, was passiert. Wenn die nicht da sind, dann ist Holland in Not, um das jetzt mal so politisch unkorrekt zu sagen. Aber das, was die nicht gut können, ist diagnostizieren und ist zu überlegen, wie fördere ich und ist sich zu fragen, wie sind die Rahmenbedingungen des Kindes. Denn Kinder werden fast nie im Unterricht benachteiligt. Lehrkräfte machen, wenn sie langweiligen Unterricht machen, etwas Cooles. Langweilig für alle. Da wird keiner benachteiligt. Das Problem ist, Benachteiligung hat fast nichts mit dem Unterricht zu tun. Das hat was damit zu tun, dass die Ursachen davon woanders liegen. Also müssen wir aufhören, und das ganze Buch ist eigentlich ein Appell in diese Richtung, alles über Unterricht und Lehrkräfte lösen zu wollen. Also müssen wir sozusagen eine zweite Säule in jede Schule einbauen, besonders in Grundschulen, wo praktisch Menschen beschäftigt werden, die keine Lehrkräfte sind. Also nennt man heute multiprofessionelle Teams. Und wir müssen die Schulen öffnen. Wir haben jetzt Ganztag. Wir haben eine tragische Situation. Ich bin Fan von Ganztagsschulen, aber eine tragische Situation. Die Kinder sind mittelmäßig betreut im Ganztag. Mittelmäßig ist echt optimistisch ausgedrückt. Und können nicht mehr in die Vereine gehen. Die ganzen Vereine und Musikschulen und so weiter kriegen keinen Nachwuchs. Und das Problem müssen wir jetzt bald mal lösen. Aber wir haben das super gemacht, den Ganztag quantitativ ausgebaut. Weltweit, egal wo ich bin, sind die alle beeindruckt, wie wir die Zahlen gesteigert haben in so kurzer Zeit. Das ist echt irre. Die Quantität haben wir echt gut hinbekommen. Jetzt muss die Qualität angepackt werden. Und das ist das große Potenzial. Das große Potenzial ist also, dass wir Menschen da haben, die das ausgleichen können, was in den Milieus benachteiligter Kinder und in den Familien benachteiligter Kinder nicht passiert. Und das sind sehr vielfältige Sachen. Da brauche ich jetzt eine Stunde, um das im Detail durchzugehen. Aber es hat ganz viel damit zu tun, um ein Beispiel zu sagen, es ist ungleich verteilt, je nachdem, in welcher Familie man aufwächst, ob man ein Musikinstrument lernt. Jetzt wissen wir, dass ein Musikinstrument lernen etwas Geniales ist, auch fürs Gehirn. Also können wir gleich mal mit Ihnen drüber sprechen. Aber es ist was total Geniales, weil man lernt unheimlich viel. Aber Sport ist auch super. Das glaubt jetzt hier wahrscheinlich kaum jemand, aber der Zugang zu einem Sportverein, in dem man systematisch einen Sport erlernt, ist je nach Klassenzugehörigkeit unterschiedlich. Selbst Sport. Also wir reden gerade wirklich von all diesen Dingen. Jetzt könnte ich ganz viele weitere Sachen aufzählen, die alle nichts mit dem Unterricht zu tun haben. Und wenn Sie jetzt noch einen Punkt weitergehen, Sie schauen sich diese internationalen Studien an, mein letzter Punkt, und wir sind da so, wir waren da mal ganz unteres Mittelfeld, jetzt sind wir oberes Mittelfeld. Über uns und unter uns sind alle möglichen Schulsysteme.
Also am Schulsystem liegt es, glaube ich, nicht so unbedingt. Aber was auffällig ist, wo Deutschland fast letzter ist, ist das Verhältnis von Lehrkräften zu anderen professionellen Akteuren in der Schule. Es gibt kaum ein Bildungssystem in den OECD-Staaten, das praktisch nur aus Lehrern besteht. Es gibt noch einen Hausmeister, vielleicht zwei, und dann zwei halbe Stellen Schulsozialarbeit. Zwei halbe Stellen, das haben die Schulen mittlerweile schon manchmal. Und sonst nichts. Und das ist nicht, also wir sind von anderen Schulsystemen da wirklich um das Zehnfache von entfernt, wenn nicht sogar noch weiter, dass wir das Niveau da erreichen. Also da sind wir anders. Nicht, ob wir früh selektieren oder spät oder und so weiter. Wir können jetzt tausend Sachen durchgehen. Das ist sind auch alles nicht unwichtige Themen, aber da, wo wir am weitesten, noch den weitesten Weg gehen müssen, ist die Qualität im Ganztag und das Verhältnis von Lehrkräften und anderen professionellen Akteuren. Sie vereinen alles in einer Person, mit therapeutisch, haben Sie ja gerade auch selber gesagt. Es müssen Menschen, die mit Gesundheit und Psychologie und Medizin zu tun haben, in jeder Schule sein. Also wirklich, die müssen da sein, gerade wenn man im Ruhrgebiet, gerade in Mülheim, kann man das sehr, sehr schön sehen, dass in den armen Stadtteilen die motorischen Störungen, dass Kinder nicht auf dem Stand sind, auf dem sie nach dem Alter sein müssten, dass man das messen kann. Also wenn wir jetzt sagen, okay, Eltern sollen dafür Verantwortung übernehmen, das ist das Standardargument von konservativen Menschen, die Eltern müssen Verantwortung übernehmen, ja, dann sagen sie das, tragen sie dieses Argument vor sich her und dann ist ihnen egal, dass das nun mal in vielen Familien nicht passiert. Oder sie machen es so, und ich meine, das sind keine absurden Gedanken, die Skandinavier sich, fast alle skandinavischen Staaten sich gemacht haben, dass die Kinderärzte in den Schulen sind und dass die Krankenschwestern in den Schulen sind und dass jede Schule eine Sonderpädagogin oder Sonderpädagogin hat, eine Psychologin und. Das haben die da einfach in der Schule. Das ist sogar in den USA oder in Kanada überhaupt keine überraschende Sache. Und bei uns ist es so, wir haben so einen schulpsychologischen Dienst, der ist dann für 50 Schulen zuständig, so zwei Leute, und die können natürlich nur Feuerwehrarbeit leisten, also nur da, wo es brennt. Ich rede davon, präventiv Ungleichheit gar nicht erst aufkommen lassen, und da, so, jetzt habe ich sehr lange geredet, aber dann hat man ein Gefühl davon, worum es mir geht. Gut, dass wir nicht im Fernsehen sind, ne? Wir arbeiten ja jetzt ja ständig. Ich gehe nicht, ich gehe fast nie ins Fernsehen, deshalb. Okay. Herr Diaby. Hallo. Haben Sie alles mitgekriegt? Wir sind jetzt nämlich auf Ihrem Themenfeld angekommen. Ich weiß, Sie sind schon. Ich habe einiges mitbekommen, ja. Hm? Wir sind auf Ihrem Themenfeld angelangt, der Bildungspolitik, das Sie ja neben Ökologie und dem großen Thema der Menschenrechte pflegen, auch politisch pflegen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie uns ein bisschen in die Karten schauen ließen, was bildungspolitische Initiativen anbetrifft in Richtung auf Chancengleichheit, sowohl in der SPD als auch was den einen oder anderen Ausschuss im Bundestag betrifft. Ja, wir wissen ja, dass Bildung, Schulbildung beispielsweise, ist ja keine Angelegenheit des Bundes, aber Fakt ist, dass der Bund sehr viel investiert in diesem Zusammenhang. Das Hauptproblem, was der Kollege angesprochen hat, möchte ich bestätigen. Also diese Abhängigkeit des Bildungserfolgs von Geldbeutel der Eltern, ich nenne das mit meinen eigenen Worten, das finde ich schon, dass die internationale Organisation das als ein wesentliches Problem aufgezeichnet haben. OECD sagt einfach, dass ein Kind von einer nicht-akademischen Familie, bevor dieses Kind statistisch gesehen bis in die soziale Mitte ankommt, das dauert 6 Generationen. Das ist ja sehr, sehr deutlich und trauriges Ergebnis. Meiner Meinung nach müsste man das wirklich da ansetzen, zu sagen, jedes Kind muss die Möglichkeit bekommen, erfolgreich zu sein, unabhängig von Geldbeutel oder Postleitzahl der Eltern. Das Zweite ist, wir haben in der Corona-Krise gerade deutlich gesehen, dass Kinder könnten nicht beschult werden, auch wenn die Schulen digital angeboten haben, dass 25% der Kinder die Möglichkeit nicht hatten, weil sie kein Endgerät haben. Das macht es deutlich. Ich hoffe sehr, dass wir das als Chance nutzen, diese Pandemie, dass wir nochmal an dieser Stelle ganz genau gucken, welche Startposition haben die einzelnen Kinder materiell gesehen von Familie aus
und damit sie nicht wirklich benachteiligt sind, wenn es darum geht, an Unterricht teilzunehmen und optimal Potenziale zu bekommen, daran sich beteiligen. Das ist ein Aspekt. Und das zweite ist, weil Sie sagen, was politische Parteien anbetrifft, allgemein, unsere Position ist eindeutig klar. Wir sagen, unser Föderalismus ist was Historisches. Allerdings, unser Bildungsföderalismus müssen wir wirklich etwas verändern in diesem Zusammenhang. Denn es kann nicht sein, dass wir dann sagen, Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern sollen immer wieder im Wettbewerb mit Bayern oder Baden-Württemberg stehen. Dass die Bildung bleibt Hoheit der Länder. Ich möchte das nicht 100% abschaffen, aber wir müssen uns damit beschäftigen, wo sind die Defizite, die da sind. Wir haben ja in dieser Koalition jetzt zum Beispiel, dass wir einen Zentrat machen. Der Bildung, leider ist der Koalitionspartner ein bisschen von der Sache dann abgerutscht, dass Bayern gesagt hat, die machen nicht mit. Und Baden-Württemberg hat dann auch danach gesagt, okay, wir halten das nicht mehr, jetzt diskutieren wir eine andere Form. Also ich denke, wir haben sehr viel zu tun, wir investieren viel in Bildung. Der Bund alleine, wenn ich das nochmal sagen darf, im Bereich Bildungsetat insgesamt, haben wir in den letzten 15 Jahren, 15 bis 20 Jahre, von 7,8 Milliarden sind wir momentan bei 20 Milliarden Euro. Vieles geht auch an die Länder durch unterschiedliche Möglichkeiten, die genutzt wird, um verfassungsmäßig das Ganze auch abzusichern. Aber trotzdem bleiben wir immer noch im Vergleich zu vielen Ländern im Mittelbereich oder manchmal auch viel weit hinten. Meiner Meinung nach sind dann die Herausforderungen, die vor uns stehen. Ich hoffe sehr, dass wir das Corona uns gezeigt hat, dass diese Lücke festgehalten wurde, dass wir vielleicht daran was machen, sowohl auf Bundesebene als auch auf Ebene der Landesregierungen. Das ist meine Hoffnung. Vielen Dank, Herr Diaby. Wenn ich ganz kurz dazu was sagen ganz kann, kurz. Weil alle gerade über die Endgeräte sprechen und Digitalisierung. Das ist total richtig. Das ist aber nicht das Problem. Jetzt besorgen wir die, jetzt gibt es hunderte Millionen und besorgen die. Das Problem war, dass die Lehrkräfte nicht wussten, wie es zu Hause bei den Kindern ist. Und das wird jetzt durch 150 Millionen nicht verbessert. Das wird es nicht verbessert. Das Problem ist, wir haben 4 bis 6 Wochen im Durchschnitt, haben Lehrkräfte gebraucht, um zu verstehen, wie arbeitet eigentlich Murat, Julia und so weiter und so fort. Das hat wochenlang gedauert und eigentlich muss das so sein, dass man ab dem ersten Schultag in der ersten Klasse weiß, wie die Kinder zu Hause arbeiten. Das wird jetzt nicht geändert, indem wir 150 Millionen Euro für Endgeräte verwenden. Das ist echt eine Sache. Und das andere mit dem Bildungsföderalismus, das stimmt in der Theorie, aber ich stelle mir das wie nach, also in meiner Vorstellung ist das ein gruseliger Kompromiss, den jetzt 16 Bundesländer und der Bund machen würden für ein einheitliches Schulsystem. Dann lieber 16 verschiedene, so wie sie sind. Dieser Kompromiss, der muss schrecklich sein. Ich hätte einen anderen Vorschlag, dass man sich stärker darauf einigt. Überall gibt es die gleiche Grundschule und die Grundschulen sind am stärksten unterfinanziert. Das zeigt die OECD, das ist katastrophal. Katastrophal, also es gibt kaum, wir weichen von allen Durchschnitten, selbst von Ländern ab, mit denen wir uns normalerweise nicht vergleichen wollten, wie viel Geld wir pro Grundschüler und Grundschülerin ausgeben. Die Grundschulen sind unterfinanziert, die Grundschulen sind in fast allen Bundesländern, nur Berlin-Brandenburg, sehr gleich. Das heißt, da könnte man einheitlich erstmal zusammen anfangen. Und die Kitas, das sind die wesentlichen Sachen. Und diese Streitereien, wie ist es ab der 5. Klasse? Da sollte man sich erstmal nicht drauf einlassen, weil dann wird Bayern immer sagen Nein und andere auch immer sagen Nein und dann wird man immer vor die Wand gehen. Die wichtigen Dinge sind bis zur 5. Klasse und nicht ab der 5. Klasse. Und da könnte man was tun, gerade weil der Bund das meiste Geld hat und da auch am stärksten einwirken könnte. Nur so am Rande. Luling Uyan ist die Einzige, die jetzt nicht Lehrerin ist und nicht mit Bildungspolitik zu tun hat, aber sie hat eine Tochter, die Musik und Französisch auf Lehramt studiert, also Lehrerin werden will. Ich frage dich jetzt nicht dazu aus, sondern ich versuche einen Bogen zu schlagen, was das Loyalitätsdilemma von Elmar Falani betrifft. Die Tochter scheint Erfolg zu haben in der Gesellschaft. Gab es zwischen euch auch mal einen Konflikt, als du gemerkt hast oder als du fürchtest,
gefürchtet hast, sie könnte dir abhanden kommen, jetzt indem sie in diese neue Gesellschaft geht? Ich weiß, dass Mimi Chinesisch spricht, sie beherrscht die chinesischen Schriftzeichen, sie weiß auch einiges über chinesische Kultur, aber gab es bei euch auch so einen Spannungsmoment oder nicht? Oh, schon mehrere. Na, ganz am Anfang, deswegen, das war ja auch diese, dass die Eltern ja immer Wünsche haben für die, ihre Kinder. Und ich habe auch den Wunsch, dass sie vielleicht doch diplomatisch Dienst in diese Richtung sich entwickeln sollte. Hatte sie überhaupt nicht getan. Und da hatte sie dann auch Musik und Französisch dann ausgewählt für Fächer. Ne? Und dann habe ich auch gedacht, oh, Französisch, ne? Ist auch so ein Fach. Ne? Und deswegen, es gibt schon mehrere Konflikte. Ne? Aber ich denke, das ist auch, wie Sie eben erzählt haben, ne? Das Kind muss sich explodieren, ne? muss raus aus den Schatten der Eltern. Und das hat sie sehr gut getan. Gut, sie hatte dann auch gesagt, ja, Französisch vielleicht ist nicht das Richtige, die richtige Wahl hinterher, ne, weil in dem Studium war nicht so anregend, ein bisschen verschlafen irgendwie, hat ihr nicht ganz gut gefallen. Aber sie hat dann eigentlich, ne, andersrum muss ich wieder sagen, ich komme ja von einer Lehrerfamilie. Meine beiden Eltern sind lebenslang Lehrer und haben den Beruf auch sehr geliebt. Deswegen andersrum habe ich dann natürlich auch wieder mich sehr wohl gefühlt, dass meine Tochter ja doch auch Lehrerin werden wollte. Ich habe ja den Verdacht, dass dieses Loyalitätsdilemma bei euch beiden nicht greift, weil hier ein Fall vorliegt, dass die erste Generation, also du, und die zweite Generation beide Erfolg gesucht und gefunden haben in der neuen Gesellschaft. Und das andere sind Mutter-Tochter-Konflikte, die gibt es überall. Ja, ich denke, bei meiner Tochter jetzt schon von Erfolg zu sprechen, vielleicht ist es noch ein bisschen zu früh, oder? Und, ich will immer Mut machen. Ja, das ist auch gut. Von meinem Erfolg, denke ich, ist auch sehr winzig. Aber ich denke, ja, ich freue mich dennoch bei ganz kleinen Dingen. Das ist, denke ich, ja, da fühle ich mich als Mutter dann immer auch sehr ermutigt, wenn sie sehr gut mag und wenn sie weiter vorwärts kommt in dieser Gesellschaft. Sie fühlt sich auch eher als Berlinerin und mehr Deutsch als Chinesisch. Aber ich denke, das ist dann bei ihr doch immer zu beobachten, dass in ihr doch zwei Herzen vereint sind. Dass sie dann China auch sehr liebt. Also sie möchte dann ja auch später auch gerne auch Chinesisch lernen könnten. Ne? Und dieser Wunsch ist nie verschwunden. Und sie hat dann ja auch ein Praktikumssemester in China gemacht und das hat sie dann noch mehr gestärkt. Also ich denke, sie hatte von beiden Kulturen viele Vorteile bekommen und hat halt ein bisschen mehr, so Blickfeld ein bisschen größer als ein normaler Deutscher. Deutsch plus. Ja, genau. Meine Damen und Herren, jetzt wollte ich gerade die Absage machen. Aber das Mikro ausgeschaltet. Das sind die Herren okay. Da hinten. Okay. Ach, das ist auch eine Methode. Das ist, meine Kinder hassen es, dass sie gefragt werden, fühlen sie sich eher Deutsche oder Polin, Deutscher oder Pole? Das hassen sie. Das wollen sie gar nicht beantworten. Das ist eine Frage, wo sie sich irgendwie bekennen müssen und die wollen das nicht. Und dann sagen sie Europäer. Gut, damit sind wir durch, meine Damen und Herren. Das war's. Ich will am Schluss noch erwähnen, nach einem Monat in Oberhausen habe ich ein Geschenk bekommen von Maria und Czeslaw, ein Buch, 111 Gründe, Polen zu lieben. Besonders interessant ist der Grund Nummer 13. Darin heißt es nämlich, weil Polen über alles lachen können, vor allem auch über sich selbst. Und dieses Lachen, auch dieses über uns selbst lachen können,
werden wir brauchen können, wenn es kommt, wie uns Elmar Falani prophezeit. Ne? Die Integration wächst zwar, aber auch die Konflikte nehmen zu. Durch Lachen lässt sich vieles lösen. Auch die Autobiografie von Karamba Diaby hat bei allen ernsten Themen immer wieder viel Humor. Als er in den 80er Jahren in die DDR gekommen ist, musste er natürlich erstmal einen Deutschkurs absolvieren. Dazu ging er nach Leipzig. Er sagt über diese Zeit, damals kannte ich eigentlich nur zwei deutsche Wörter. Das eine war BMW und das andere war Bundesliga. Und damit konnte ich in der DDR nichts anfangen. Vielen Dank, Kiomas Musayebi. Er wird dann am Ende noch einmal spielen. Vielen Dank dem Wessi Aladin El Mafalani, dem Ossi Karamba Diaby, der Fern-Ossi Lu Ling Yuan und der Ossi, die zur Wessi geworden ist, Maria Golubiewski. Und vielen Dank. Servus miteinander. Danke.